jetzt geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Es ist so ein schöner Tag. Ich habe richtig Lust zu arbeiten. Ich gehe dann mal rein. Oh nein, wie sieht es denn hier aus? Das ist noch schlimmer als bei Hempels unterm Sofa. Oh, ich glaube, hier ist eingebrochen worden. Mist! Oh nein, was mache ich denn jetzt? Ich rufe Mark an, der arbeitet ja bei der Polizei. Hallo Mark, hier ist der Jens. Bei mir in der Gärtnerei wurde eingebrochen. Könntest du bitte schnell kommen? Hallo Jens, das tut mir sehr leid mit dem Einbruch. Wir können leider nicht vorbeikommen. Alles, womit wir fahren könnten, ist außer Gefecht und oder teilweise geklaut worden. Wir haben leider keine Zeit zu kommen. Okay, Mark, das hört sich bei euch ja nicht so toll an. Ich schnappe ihn mir selbst. Ich hab's! Ich weiß, wie ich den Dieb fangen könnte. Ich lege eine Bananenschale vor die Türe, dann rutscht er ordentlich aus, wenn er nochmal wiederkommt. Bananenschale liegt vor der Türe. Dann mach's mal gut, Bananenschale. Fang den Dieb. Ich räume hier mal auf. Schreibtisch steht wieder, Blumen sind an ihrem Platz, alles ist aufgeräumt, fertig! Ah, was war das hier so glatt? Was soll das, Jens? Oh, wer war denn das da draußen? Oh, sorry Mama, das war eine Falle für den Dieb, aber wenigstens wissen wir jetzt, dass sie funktioniert. Ja, Jens, was für ein Dieb denn? Ach Mama, bei mir in der Gärtnerei wurde heute Nacht eingebrochen. Da die Polizei keine Zeit hat zu kommen, versuche ich den Dieb selbst zu fangen. Oh, mein Jens, das tut mir leid. Ich helfe dir, den Dieb zu fangen und lege mich draußen auf die Lauer. Super, danke Mama, du bist die Beste. Hallo Jens, ich wollte für Sabine eine Blume kaufen. Okay, Mark, such dir eine aus. Ich versuche es nochmal, zur Gärtnerei zu gehen. Ah, ist das glatt? Mist! Hab ich dich! Jens, komm schnell, ich hab den Dieb gefangen! Wenn man vom Teufel spricht, Mark, da kannst du ihn gleich verhaften. Ja, Jens, das tue ich auch jetzt. Sie sind wegen Klauen im Blumenladen verhaftet. Ach, Mann! Mist! Maike, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du den Dieb gefangen hast. Gut gemacht! Ja, Mama, danke schön. Das war eine große Hilfe. Als Dankeschön bekommst du eine gratis Blume von mir. Das habe ich doch selbstverständlich gerne gemacht. Und nun kommen wir zu den Nachrichten. Heute Nacht wurde in der Gärtnerei Schmuckkörbchen eingebrochen. Der Inhaber Jens Schmuckkörbchen der Gärtnerei erlitt am Morgen einen Schock, weil die Gärtnerei so unordentlich war. Da die Polizei nicht kommen konnte, baute Jens eine Falle aus einer Bananenschale. Der Dieb, der übrigens Ronny heißt, wurde erfolgreich gefangen. Maike Enzian, die Mutter von Jens Schmuckkörbchen, war diejenige, die den Dieb gefangen hatte. Und nun zum Wetter. Jens, ich bin so froh, dass der Dieb gefangen ist. Ja, das bin ich auch, mein Schatz. Maike hat das echt klasse gemeistert, wie sie den Dieb gefangen hat. Ja, das stimmt, mein Schatz.
Du aber auch mit der Bananenschale. Danke, mein Schatz. Gerne, Jens. Ich bin so froh, dass der Dieb gefangen ist. Hallo zusammen, das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gut, dass Jens Bananenschalenfalle gut geklappt hat und Maike so schnell da war. Da haben die beiden den Dieb schnell zusammen gefangen. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss! Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben!